Ermüdender Stau, hektischer Verkehr und ständige Absprache mit Kunden und Auftraggebern. Der Alltag eines Fernfahrers ist eng getaktet. Ausgefeilte elektronische Extras können ihm dabei die tägliche Arbeit erleichtern. Diese unterstützen zum Beispiel bei der Kommunikation. Diese Fahrzeugelektronik, die Sie hier konkret sehen, dient letzten Endes der Verbindung des Fahrers zu seiner Spedition, zu seiner Homebase. Er bekommt über diese Systeme hier Fahranweisungen, wo er welche Ladung hinzuliefern hat, wo er was abzuholen hat. Also das ist in erster Linie ein Logistikassistenzsystem, Telematik nennen wir das. Kommunikation ist aber nicht nur ein Bereich, den elektronische Assistenten abdecken. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Helfer, die Sicherheit des Fahrers und der anderen Verkehrsteilnehmer erhöhen. Es gibt andere Fahrerassistenzsysteme, die jetzt hier direkt nicht sichtbar sind, die den Fahrer bei dem aktiven Fahren unterstützen sollen. Das ist zum Beispiel der abstandsgeregelte Tempomat. Das ist das sogenannte Lane Guard-System, was also verhindern soll, dass das Fahrzeug von der Straße abkommt, wenn der Fahrer unaufmerksam ist. Und dann natürlich die mittlerweile schon klassischen Systeme wie das ESP, was also verhindern soll, dass das Fahrzeug in Schleudern gerät. Das sind mehr aktive fahrdynamische Systeme, die so in erster Näherung für den Benutzer gar nicht sichtbar sind, aber permanent ihren Job im Fahrzeug verrichten. An den Systemen wird kontinuierlich geforscht, um sie zu verbessern und die Fahrer weiter zu entlasten. So werden derzeit Assistenten entwickelt, die Pedal- und Lenkradbewegung beobachten, um festzustellen, ob der Fahrer eventuell ermüdet ist. Und die Forschung hört hier nicht auf. Wir werden in Zukunft Sensoren haben, die auch nach hinten schauen und es ermöglichen, also dann sicher die Spur zu verlassen, zum Überholen oder zum Ausweichen. Es wird letztendlich langfristig hin zum autonomen Fahren gehen, wo der Fahrer also wirklich von der reinen Fahraufgabe entlastet ist und mehr oder weniger wie ein Pilot oder ein Lokführer bei der Deutschen Bundesbahn die Systeme überwacht, aber das aktive Fahren letzten Endes von der Elektronik übernommen wird. Dafür steht ein elektronischer Assistent bereit. Er übernimmt beispielsweise die Fahrt in Stauzonen, was dem Ermüden des Fahrers vorbeugt. Dass der Fahrer irgendwann obsolet wird, ist nahezu ausgeschlossen. Es gibt auch in Zukunft immer ein Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine. Nur die Aufgaben werden sich im Vergleich zu heute ein wenig verändern.